Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Meditationsfolge eingeschaltet hast. Eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass heute die Vertonung meines Vortrages online geht, den ich am Wochenende gehalten habe in Osnabrück zum Thema, wie du Tierschutzhundensicherheit vermittelst. Der kommt nächste oder übernächste Woche online, da hatte ich mich ein bisschen vertan. Kiki war so voreilig. Da habe ich Lisi irgendwie so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, also heute gibt es erstmal eine Meditation, aber dann innerhalb der nächsten Wochen kommt auf jeden Fall die Vertonung des Vortrags auf jeden Fall noch online. Genau, und in der heutigen Meditation geht es nämlich darum, dass du inneren Frieden findest, loslassen kannst, annehmen kannst und auch aushalten lernst und für dich innere Ruhe findest. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, nicht zu wissen, wo hinten und vorne ist, oder drehst innerlich vielleicht schon ein bisschen durch manchmal und brauchst einfach etwas, was dich wieder zurück auf die Erde holt. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Meditation heute auf jeden Fall genau die richtige für dich. Ja, bevor wir allerdings mit der geführten Meditation starten, möchten wir dich auf unser ganz, ganz wundervollen, kostenlosen Online-Kurs aufmerksam machen, welcher am 2. September startet. Einige kennen ja unseren umfangreichen Online-Kurs Empower Your Life. Bei Empower Your Life geht es darum, die Bindung zu seinem Hund zu intensivieren. Damit wir uns aber selbst lernen zu reflektieren, arbeiten wir bei Empower Your Life mit Meditationen. Und viele wissen tatsächlich nicht, wie sie anfangen sollen, haben vielleicht auch ein bisschen Angst, was falsch zu machen. Und jetzt kommt's. Daher können wir euch nur von Herzen unseren 4-wöchigen kostenlosen Online-Kurs, die Meditation Month, lernen, wie ihr meditiert. Ihr bekommt von uns ganz tolle Meditationen mit an die Hand. Ihr lernt, wie ihr zu euch selbst findet, wie ihr zu mehr Klarheit gelangt und wie ihr durch die Meditationen, die auch zum Teil mit euren Hunden stattfinden, dadurch natürlich auch mit eurem Hund zusammenwächst, die Bindung intensiviert und ja, das ganze Gemeinschaftliche einfach stärker wird. Ja, wir haben in den letzten Wochen und auch Monaten unfassbar viel Feedback bekommen zu oder Fragen bekommen, ob wir nicht vielleicht mal eine Meditations-CD oder sowas rausbringen können. Und da dachten wir, okay, kommen wir den Anfragen nach und starten einfach mal eine einmonatige Challenge und sind auch so nett und stellen die euch einfach kostenlos zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt einen Monat lang kostenlos mit uns gemeinsam meditieren. Und von montags bis freitags bekommst du dann also 4 Wochen lang die eine kostenlose Meditation zur Verfügung gestellt. Und jede Woche steht unter einem konkreten Thema bzw. konkreten Modul. Also sind wir in 4 verschiedenen Modulen unterwegs, die aufeinander aufbauen. Und wenn auch du neben bislang schon über 5, wir haben jetzt über 500, glaube ich, Anmeldungen schon, über 500 Mensch-Hund-Teams am kostenlosen Online-Kurs eben teilnehmen und gemeinsam mit uns meditieren möchtest, dann kannst du dich ganz einfach anmelden und zwar auf unserer Website www.positive-life.de. Dort gibt es auf der Startseite direkt, das kannst du gar nicht übersehen, ich spring dir quasi auf der Website schon fast ins Gesicht, da gibt es nämlich ein sehr großes Header-Bild und da ist ein Jetzt-Anmelden-Button drauf oder du gehst direkt auf den Menüpunkt Meditation Month und kommst dann auf das Anmeldeformular und kannst dich da halt einfach kostenlos und unverbindlich anmelden, wobei der Anmeldeschluss der 1. September ist. Das heißt, wir beginnen nicht am 1. September, sondern am 2. September starten wir in den Meditation Month, nämlich an einem Montag. Ja, wir sind sehr freudig, diese Nachricht endlich mit euch teilen zu können, denn da haben wir jetzt sehr lange dran gearbeitet und freuen uns einfach riesig darauf, mit dir und deinem Hund, geht übrigens auch für Nicht-Hundehalter, in einen ganzen Monat voll von Entspannung zu starten. Und damit du dich schon mal in die richtige Stimmung für den Meditation Month bringst, hat Lisi euch heute eine ganz wunderschöne Meditation vorbereitet, in der es um inneren Frieden geht. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Entspannen. Suche dir einen ruhigen Ort aus, an dem du die nächsten paar Minuten ungestört bist. Mach es dir auf deiner Yogamatte, deinem Meditationskissen oder einem Stuhl bequem. Komme ganz an und richte deine Wirbelsäule auf. Und wenn du magst,
dann rolle deine Schultern über die Ohren nach oben. Atme dabei tief ein. Und lass beim Ausatmen alles los. Lass die Schultern fallen und lege deine Hände mit den Handflächen nach oben oder nach unten geöffnet auf deinen Oberschenkeln oder neben dir ab. Ganz wie du magst und wie es sich für dich in diesem Moment richtig anfühlt. Wenn es nicht bereits schon passiert ist, dann schließe sanft deine Augen. Nimm für einen Augenblick wahr, was in deinem Körper, in deinem Geist da ist. Spür hinein. Alles darf sein, so wie es ist. Alles ist okay, so wie es ist. Lass die Dinge sein, so wie sie sind. Lass die Gedanken und Gefühle ziehen. Lass sie ziehen, ohne sie zu bewerten. Lass sie einfach sein und schenke ihnen kein Bewusstsein. Das bedeutet loslassen. Und nun lass los, was du loslassen möchtest. Und wenn du magst, kannst du nun folgende Sätze gemeinsam mit mir sprechen. Ich entscheide mich für Frieden. Der innere Frieden entsteht in mir. Innerer Frieden entsteht mit meiner Entscheidung, dass ich Frieden schließen will. Komm nun noch tiefer in die Entspannung. Noch mehr in deinem Körper an. Ich lade dich dazu ein, einfach meinen Worten zu lauschen und ganz leicht einzutauchen und alles fallen zu lassen. Atme ganz bewusst ein und aus. Ganz entspannt durch deine Nase ein und deinen Mund wieder aus. Lass dich hineinfallen in das, was gerade ist.
sollten Gedanken oder Gefühle auftauchen, an die du dich denken möchtest oder nicht fühlen möchtest, dann entscheide dich einfach für inneren Frieden. Lass sie einfach sein, wie sie sind. Dein Gehirn lernt damit, solche Gedanken und Gefühle loszulassen, weil es erkennt, dass du mit ihnen Frieden geschlossen hast. Spür tief in dich hinein, um wahrzunehmen, was wichtig ist. Spüre deinen Körper am Boden. Spüre, wie du da sitzt oder liegst. Spür intensiv deine innere Intuition und verbinde dich mit ihr. Sie steht dir als deine größte Stärke zur Seite. Und mit dieser inneren Kraft, mit diesem friedvollen Gefühl, welches du spürst, bitte ich dich, dich einmal auf deine Stirn zu konzentrieren. Richte deinen Fokus, dein Bewusstsein auf den Mittelpunkt deiner Stirn. Lasse nun vor deinem inneren Auge Bilder erscheinen. Diese können ganz klar oder verschwommen sein. Lass sie zu, lass die Bilder erscheinen. Lass Bilder von Dingen aufkommen, die du gerne loslassen und mit welchen du gerne Frieden schließen möchtest. Das können Menschen, Gefühle wie Wut, Angst, Zweifel, Gedanken oder andere Dinge sein. Alles darf so sein, wie es ist. Sie dürfen da sein in diesem sicheren Rahmen. Du, dein Körper, dein Geist sind sicher. Schau dir einfach nur an, welche Bilder vor deinem inneren Auge auftauchen und lass sie zu. Und wenn du nun Bilder siehst, oder die Emotionen in dir aufkommen spürst, dann nimm sie ganz bewusst wahr. Atme tief durch deine Nase wieder ein und durch deinen Mund wieder aus. Sehr gut. Und nun entscheide dich bewusst für Frieden.
entscheide dich dafür loszulassen. Sei bereit, diese Dinge loszulassen und sie so zu lassen, wie sie sind. Gerne kannst du wieder folgende Sätze mit mir gemeinsam sprechen. Ich entscheide mich für Frieden. Der innere Frieden entsteht in mir. Innerer Frieden entsteht mit meiner Entscheidung, dass ich Frieden schließen will. Lass die Sätze nachspüren und schau, was sie in dir bewegen. Spür in dich hinein. Nimm alles wahr. Spür, welche Gefühle aufkommen, wenn du Frieden in der Situation, den Gefühlen geschlossen hast. Spürst du das Gefühl der Erleichterung, der inneren Ruhe, der Harmonie? Spürst du den Frieden? Oder spürst du eher Widerstände und spürst noch die leichte Verbindung zu der Situation, zu den Gefühlen? Beides ist völlig in Ordnung. Beides darf sein. Du musst diese Verbindung zu der Situation noch nicht gleich loslassen. Entscheide dich auch hier nur für Frieden und lass sie sein, wie sie ist. Konzentriere dich noch einmal auf deine Stirnmitte. Lege dein ganzes Bewusstsein und deinen Fokus auf die Mitte deiner Stirn. Atme tief durch deine Nase in deinen Bauch ein. Lass die klare Luft deinen Körper, deinen Geist mit Klarheit erfüllen. Atme langsam all die Luft durch deinen Mund wieder aus.
Spüre, wie all deine Zellen den Sauerstoff aufnehmen und alles um dich herum ganz klar wird. Spüre den Frieden, der sich in deinem Körper verbreitet. Lass den Frieden sich Zelle für Zelle ausbreiten und fühl ganz bewusst, wie sich Frieden anfühlt. Und wenn auch in deinem Alltag Gefühle erscheinen, die du hinter dir lassen möchtest, die du loslassen möchtest, die du sein lassen möchtest, dann begebe dich in das Gefühl von Frieden, wie in dieser Meditation. Entscheide dich bewusst für Frieden und lass es sein, so wie es ist. Das Schönste am Loslassen ist, dass wir wieder freie Hände für neue wundervolle Dinge haben. Und nun bring beide Hände in Gebetshaltung vor dein Herz. Bedanke dich bei dir und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dir und deiner Situation Frieden zu schließen, Dinge sein zu lassen, bereit warst, Dinge loszulassen. Wenn du soweit bist, dann öffne in deinem Tempo deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Nimm das Gefühl von Entspannung, Frieden und Leichtigkeit heute mit in deinen Alltag und wann immer du magst, komm gern zurück zur Meditation, um inneren Frieden zu schließen. Namaste. Von Herzen danke, dass du dir die Zeit für diese Meditation genommen hast, um wieder in deine Mitte zu kommen und den inneren Frieden zu spüren. Und wenn du jetzt noch mehr meditieren möchtest, meditieren lernen willst und zu verschiedenen Themen wie Dankbarkeit loslassen, visualisieren, einen entspannten Spaziergang mit Hund zu haben, dann melde dich sehr, sehr gerne für unseren Online-Kurs, den Meditation Month, an, der am 2. September startet. Dort bekommst du nämlich 4 Wochen lang von montags bis freitags hier eine kostenlose Meditation zur Verfügung gestellt. So kannst du dir ja deine eigene Meditationsroutine aufbauen und dadurch noch mehr Harmonie und noch mehr Ausgeglichenheit ins Zusammenleben mit deinem Hund bringen. Genau. Also möchtest auch du am kostenlosen Online-Kurs teilnehmen, dann kannst du dich, wie gesagt, ganz einfach auf unserer Website www.positive-life.de auf unserer Startseite oder dem Menüpunkt Meditation Month per E-Mail anmelden oder du gehst hier direkt einmal in unsere Shownotes, dort findest du auch den Link zur Anmeldung. Melde dich an, sei dabei, wie gesagt, der Kurs ist kostenlos, die Anmeldung ist unverbindlich, du kannst zu jedem Zeitpunkt auch wieder aussteigen oder dich von der Challenge abmelden, wenn du das möchtest, was aber hart unlogisch ist, weil die Challenge ist ziemlich geil und es ist auch darüber hinaus einfach eine super gute Vorbereitung für unseren Online-Kurs Empower Your Life, also nicht nur eine gute Vorbereitung, sondern auch eine super Ergänzung, weil wir eben auch in der Intensivierung unserer Mensch-Hund-Bindung viel mit Meditation auch arbeiten. Genau, und
teile den Meditation Month gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit deinen Verwandten, mit jedem, den du kennst. Teile ihn gerne auf Insta in deiner Story. Dann können wir dich da taggen und refeaturen oder nur featuren. Ich weiß es nicht, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Damit einfach noch ganz, ganz viel mehr Menschen und Teams davon erfahren. Ja, also wir freuen uns sehr auf dich und deinen Hund eventuell und sehen uns dann Montag, beziehungsweise hören uns dann Montag, wenn es mit der ersten Meditation losgeht. Wir freuen uns und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.